wegkriegen ist auch auf Hawaii das Stichwort. Hier müssen Michael und Julie noch 12 von 21 Humvees innerhalb von nur 5 Tagen kleinkriegen, um sie dann in Containern gestapelt nach Deutschland zu verschiffen. So, wir sind hier in Hawaii, im Surferparadies, wo immer schönes Wetter ist und wo der Fisch so lecker schmeckt. Wir sind leider hier auf dem Schrottplatz von der US-Armee und wohnen im Hotel für 450 Euro und müssen morgens frühstücken gehen für 150 Euro. Weil ich noch nicht genug Scheiß in Petersla habe und Julie mir einen Riesenvertrag gemacht hat hier und ich den ganzen Scheiß jetzt hier irgendwie aufladen, zerlegen und in Container stopfen muss. Und jeder Tag kostet nicht nur Hotelgeld, sondern auch Lagerungsgeld für die Container. Auf Hawaii gilt, kommst du zu spät, zahlst du. 9 von 21 Dinge haben wir jetzt zerlegt. Wir stehen immer mächtig unter Zeitdruck, Alter. Wir stehen immer mächtig unter Zeitdruck. Alter, wir sind Luftlandeeinheit, wir sind gekommen zum Baumarkt in Hawaii, fangen an zu schrauben, das Schiff kommt, jeder weiß, wir stehen unter scheiß Zeitdruck. Es geht voran. Endlich haben Michael und Julie es geschafft, alle 21 Hummer zu zerlegen. Ein erster Erfolg. Doch das Stahlchaos muss ja noch verladen werden. Zu zweit, an nur noch einem Tag. Heute aber heißt es für Michael und Julie Zwangspause. Denn die Militärbasis ist geschlossen. Die beiden wissen die Zeit aber gut zu nutzen. Heute ist Sonntag, wir dürfen hier nicht arbeiten. Und deswegen geben wir jetzt einfach weiter Gas und fahren jetzt an den Strand. Und wo könnte man das besser als auf Honolulu? If Michael doesn't stop to take a few minutes to focus on something else and just take a pause from work, he would work himself to death. Da hat Julie nicht ganz unrecht. No! Was willst du von mir? You can be angry all the time. I'm German. We are angry all the time. This screw, you know. Umso wichtiger, dass Michael manchmal zur Freizeit gezwungen wird. Als Grieche ist es natürlich Pflichtprogramm, dass wenn du irgendwo am Meer bist, da zumindest mal die Füße reinhältst, ja. Aber es ist ja auch ganz wichtig, dass man so mal reist, damit man mal weiß, wie es eigentlich zu Hause ist. Weil ich bin der festen Meinung, so gut wie wir in Europa, hat das niemand auf der Welt. Das würde der Grieche nicht so als richtig tolles Meer bezeichnen. Das gibt es nämlich nur vor Kreta. Stimmt. Der Wasservergleich zeigt, Kreta toppt Hawaii ganz locker. Und an diesem Strand gibt es noch nicht mal ein Bier. Die Typen sind alle total bescheuert. Die fahren an den Strand und rutschen da die Wasserberge rauf und runter und keiner trinkt Bier. Komische Menschen. The gods of the island tell me this is as far as I go. Und so geht der Sonntag ins Land. Aber der Montag kommt schneller als gedacht. Und es warten immer noch 21 Humvees darauf, in Container gestapelt und nach Deutschland verschifft zu werden. Auseinandergebaut sind sie bereits. Dafür haben Julie und Michael nur noch heute Zeit. Wichtig? 21 Humvees müssen in diese 3 Container passen. Alle Hummer sind jetzt auseinandergeschraubt. Wir müssen die jetzt so vorbereiten, dass wir die direkt verladen können. Und das ist wirklich Tetris für Fortgeschrittene. 21 Humvees à 3 Container macht 7 Humvees pro Container. Es werden immer 2 Humvees übereinander gestapelt, plus ein nicht gestapelter Humvee. Aber allein die gestapelten Humvees in die Container zu bekommen, ist Gabelstapler-Schach. Jetzt wird sich zeigen, ob die Zerlegerplanung von Michael die investierte Zeit wert war.
Wenn du jetzt zwei Hummer übereinander legst und der Mittelpunkt dieser Hummer dann ungefähr hier ist, dann musst du ja von hinten mit der Gabel bis an diesen Punkt kommen, damit du das anheben kannst, damit du das in so einen Container reinbuxieren kannst. Und wenn jetzt deine Stapelgabeln aber nur bis hier hingehen, dann kippt der ja runter. Are those the longest you have? Yeah. This will touch has to be in front of center of gravity or just flips down if you will not tie it down here. Ja, wenn so ein Stapler zu klein ist und das ist aber der einzige Stapler, den du jetzt bekommen kannst, musst du dir jetzt natürlich irgendwie helfen, weil sonst kriegst du die Dinger gar nicht in den Container. Also irgendwie muss es gehen. Niemand konnte mit einem zu kurzen Gabelstapler rechnen und die Glückssträhne geht weiter. So, wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir die hier reinbekommen. So wie wir das geplant haben und so wie das besprochen war, funktioniert das leider nicht. So, das heißt, kein riesen Containerstapler, kein Stapler mit super langen Gabeln, kein zweiter Stapler. Schlecht. Es wird auf jeden Fall zeitlich schlecht, weil sowas dauert immer länger, als wenn du mit einem Riesenstapler kommst, wo 4 Meter lange Gabeln dran sind, du das einfach anhebst und in den Container reinschiebst. Also ist wieder mal Improvisationstalent gefragt. Michael und Julie entwickeln eine neue Stapeltaktik. Dafür müssen die Humvees aber weiter zerlegt werden. We will remove this bumper, the one bumper. And then you see. Okay. Wir haben jetzt herausgefunden, dass der Schwerpunkt ungefähr 10 cm weiter vorne ist. So, und das bedeutet, dass wir den Schwerpunkt 10 cm weiter nach hinten bringen müssen, um weiter reinzufahren. Jetzt überlegen wir uns, ob wir hier einfach die Stoßstangen abmachen und ob das damit einfacher sein kann. Alter, Katastrophe. Es kann ja auch nichts einfach mal funktionieren. Wenn es ja um 10 cm geht, hilft ja vielleicht, dass du die Stoßstange abschraubst, dann kriegst du den Hummer nah genug hin, dass er über diesen Kipppunkt kommt. Look, there's another way, okay? It's dangerous, okay? No, we're not doing it dangerous. This will not take long to get off. We're fast at it. It will take an hour per bumper, 2 hours. So okay, we are 20 hours extra. We don't have that 20 hours in that week. We don't do it on 20 bumpers? What are you talking about? We only have to do it on 10. Listen. Think 5 minutes. We will try to strap this to the forks. I disagree with that. Why? No, because then what if it only takes that? What if it shifts the wood? It will not shift the wood. I think that's going to cause us more problems. I have to tell you. I think we get rid of this, we get more space, we get rid of that problem in between the forks. We strap it to here and we're done. Julie, that will take so long. Why? We only have a few bolts. Julie, yeah, we have a few bolts on all bumpers on the fucking on world. On 10. Okay. That's it. Yeah, on 10. Mm-hmm. We're only doing 10 stacks. This one. You see this one? Yeah. Okay. Do it. Wait, we have pressure just on this. Do Let's this. Restart. Yeah, yeah. We have enough bolts in now. Go. Sollten die beiden pro Stoßstange tatsächlich nur eine Stunde brauchen, wären also wieder 10 Stunden weg. Aber es geht schneller. In knapp 20 Minuten. Okay, perfect. Now no problem. Jetzt muss der Plan nur noch funktionieren. Bringt das Abmontieren der Stoßstange tatsächlich die fehlenden 10 cm für das Gleichgewicht auf den Gabeln des Staplers? Das sieht ja gar nicht gut aus. Ja, die Probleme sind
Die Gabeln sind zu kurz. Wir kommen nicht hinter den Schwerpunkt. Müssen Julie und Michael das Projekt kurz vor dem Ziel abbrechen?